Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Ausgabe von Panorama, Ihrem verlässlichen Begleiter durch die Woche. Unser Team hat für Sie wieder die wichtigsten Nachrichten und Hintergründe aus der Region zusammengestellt. Ob Politik, Wirtschaft oder Kultur, wir halten Sie über das Wichtigste am Laufenden. Und das sind unsere heutigen Beiträge. SPÖ, mehr erneuerbare Energie. 100 Jahre Stadt Kapfenberg. 150 Jahre Feuerwehr Kapfenberg. Artmind präsentiert Kultur, die Kräuterecke, Vogelmiere und Schaboxkraut. Fußball, der SC Bruck im Gespräch. Die SPÖ präsentiert ihren Plan für einen sozialen und klimagerechten Wirtschaftswandel mit Fokus auf den Klimatransformationsfonds. Dieser Fonds soll den ökologischen Umbau der Wirtschaft fördern und gleichzeitig soziale Gerechtigkeit sicherstellen. Herr Abgeordneter, Sie haben heute den Windpark besuchen wollen. Das war leider wegen dem Wetter nicht möglich. Aber wie wichtig ist diese Industrie für uns? Naja, für uns als Obersteiermark ist es extrem wichtig, dass wir eine Industrieregion bleiben. Wir sind stolz, dass wir eine Industrieregion sind, aber dafür müssen wir wie ähnlich wie in den 80er und 90er Jahren jetzt wieder als Politik steuernd eingreifen. Auch in den 80er und 90er Jahren, als die verstaatlicht in der Krise waren, haben wir als Sozialdemokratie nicht ein Industriemuseum draus gemacht, wie es die FPÖ wollte, sondern wir haben die Transformation gestaltet. Und jetzt geht es darum, dass wir im Vergleich zu China, Amerika nicht wieder ins Hintertreffen geraten, und deshalb hat die SPÖ einen Transformationsfonds, einen Plan dafür vorgelegt mit 20 Milliarden Euro, damit wir auch in Zukunft gute Arbeitsplätze haben, von denen die Menschen in der Region gut leben können. Herr Walzer, Sie gehen jetzt wahrscheinlich nach Wien in den Nationalrat. Was nehmen Sie da von der Steiermark für Ideen mit nach Wien? Na, genügend. Für uns geht es darum, dass vor allem der Obersteiermark wieder am Zug ist. Die letzten 7 Jahre ohne sozialdemokratische Beteiligung waren für ganz Österreich 7 verlorene Jahre, aber im Speziellen für die Obersteiermark. Die Obersteiermark wurde in den letzten 7 Jahren de facto aufs Abstellgleis gestellt. Es hat keine großen Investitionen gegeben und deshalb brauchen wir diese Investitionen in den Wirtschaftsstandort. Es braucht zum Beispiel massive Gelder für den Bühnenschober-Ausbau, damit die Industrie wettbewerbsfähig ist, und wir brauchen einen Ausbau in der Kinderbetreuung. Deshalb unser Plan für eine jährliche Kindergartenmilliarde. Mache ich einen großen Sprung. Es gibt bei uns natürlich sehr viel Interesse und sehr viel Diskussion immer über die Gesundheitsvorsorge und die Möglichkeiten. Arztbesuch, es dauert oft Monate, einen Facharzttermin zu bekommen. Wie schaut das bei Ihnen aus? Was haben Sie da für Ideen dazu? Ja, man muss festhalten, dass die FPÖ und die ÖVP mit der Zerschlagung der Krankenkassen durch eine blaue Gesundheitsministerin das System massiv verschlechtert haben. Statt einer versprochenen Gesundheitsmilliarde, die sogar die damalige blaue Gesundheitsministerin jetzt im Nachhinein als PR-Gag verkauft hat, gibt es eine Milliarde Verlust mittlerweile in der Gesundheitskasse. Und wir wollen wieder die Gesundheitskasse in die Arme der Beschäftigten geben, damit diese vor Ort wirklich schauen, dass sie wieder mehr an Kassenärzte gibt. Es gibt Regionen in der Obersteiermark, wie zum Beispiel Murtal, wo es nur eine Kassenarztstelle für Kindermedizin gibt, wo es viel zu wenig Gynäkologinnen gibt. Und deshalb wollen wir massiv in die Kassenarztstellen investieren. Und wir wollen für die Fachärzte eine Termingarantie umsetzen, damit man nicht monatelang auf einen Termin wartet. Es hat ja früher die verschiedenen Betriebskrankenkassen gegeben, die alle positiv bilanziert haben. Es wurde dann zusammengefügt in das Gesundheitssystem, das ja von den anderen Parteien gemacht wurde. Gibt es da die Möglichkeit, das zurückzuführen? Na, schwer, aber wir werden uns dafür einsetzen. Das finde ich ja besonders zynisch, wenn jetzt die FPÖ in der Obersteiermark sagt, sie sind für eine gute Gesundheitsversorgung. Sie haben Tausenden Beschäftigten bei der Voestalpine, bei anderen großen Betrieben, die wirklich sehr gute Betriebskrankenkassen gehabt haben, mit tollen Leistungen, diese Betriebskrankenkassen zerschlagen und abgeschafft. Und deshalb wollen wir zumindest wieder die Krankenkassen in die Arme der Beschäftigten geben, damit die Beschäftigten wirklich eine gute Gesundheitsversorgung vor Ort haben und nicht die Kreditkarte über Kassenarzttermine entscheidet, sondern wieder die E-Card. Julia Herr, geschäftsführende Clubobfrau der SPÖ in Wien im Parlament. Ihr wart heute auf Besuch, ihr habt jetzt Zuschlag, habt ihr den Windpark anschauen wollen, leider wegen dem Wetter nicht zustande gekommen. Um was wäre es da gegangen?
Also wir sind grundsätzlich hier, weil die Arbeitslosigkeit in Österreich ja leider gestiegen ist, vor allem in der Industrie. Und das ist natürlich hier in so einer Industrieregion auch Thema. Und wir wollen vor allem das ändern. Wir haben ganz konkrete Modelle mit, wie wir in Zukunft sollten wir in die Bundesregierung wieder einziehen, vor allem für den Industriestandort was machen wollen, dass wir Wertschöpfung generieren, dass wir Arbeitsplätze schaffen und sichern und dass wir die Energiewende gleichzeitig auch mit in Angriff nehmen. Wir sind in den Räumlichkeiten des E-Kids in St. Barbara. Da ist natürlich die Frage ganz logisch, wie schaut es mit Kinderbetreuung aus und wie schaut es mit der Bildung aus für die Kinder? Ja, also erstens ist es hier wunderschön und extrem spannend hier zu sein, was da alles für ein tolles Angebot gibt. Und zweitens braucht man das natürlich flächendeckend. Also wir sehen, dass wenn wir uns anschauen, wie schaut es mit den Bildungseinrichtungen aus in Österreich, dass nur 60% überhaupt mit einem Vollzeitjob vereinbar sein. Also wenn wir jetzt über Kinderbetreuung in der Pädagogik sprechen, das bedeutet einfach nach wie vor für ganz viele Frauen, man muss sich entscheiden, bleibe ich zu Hause beim Kind oder kann ich Vollzeit arbeiten gehen? Und das endet dann meistens so, dass die Frauen wieder zu Hause bleiben und Teilzeit arbeiten. Wenn das freiwillig passiert, dann ist das großartig. Wenn das nicht freiwillig passiert, dann ist das einfach schade, weil wir schauen müssen auch, dass die Erwerbstätigkeit bei den Frauen auch steigt und weil wir einfach wollen, dass alle Frauen wirklich selber frei entscheiden können, gehe ich arbeiten und wenn ja, wie viele Stunden. Teilzeitarbeit ist natürlich ein Stichwort. Die Bezahlung ist natürlich für Frauen immer noch viel schlechter als für die Männer. Genau, und wir sehen das auch, wer sehr lange Teilzeit arbeitet, spürt das dann spätestens in der Pension, wenn der Beitrag auf einmal viel geringer ist. Wir haben sehr viele Frauen, die älter sind, die in Pension sind, die wirklich an der Armutsgrenze sich aufhalten. Also wenn wir uns anschauen, wer ist die größte Gruppe in Österreich, die armutsgefährdet ist, dann sind es neben den Kindern oft die älteren Frauen. Und auch damit muss endlich Schluss sein. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, das ist 2024. Wir wollen nicht länger, dass Frauen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, auch Kindererziehung ist sehr harte Arbeit, dass die dann bestraft werden. Das Thema Pension ist natürlich ein wichtiges Thema und ich kenne zufällig eine Friseurin, die wirklich das ganze Leben Vollzeit gearbeitet hat und die geht nächstes Jahr in Pension und hat wahrscheinlich eine Pension von 1400 Euro. Ist das gerecht? Nein, das ist nicht gerecht. Also wir wollen einerseits, dass Kinderbetreuungszeiten besser angerechnet werden, aber wir wollen generell, dass man sagt, es muss zum Leben einiges überbleiben und vor allem schwierig in den letzten Jahren war es ja, weil alles so viel teurer geworden ist. Es sind die Lebensmittel teurer geworden, es sind Mieten, es sind Energiekosten teurer geworden. Wir haben eine Inflation von 22% gehabt in den letzten 5 Jahren. Das ist auch passiert, weil die Bundesregierung, weil ÖVP und Grüne die Teuerung einfach durchrauschen haben lassen. Wir haben viele Vorschläge gemacht, wir haben gesagt, greifen wir ein bei den Preisen. Wir müssen schauen, dass die Lebensmittel nicht so teuer sind. Kartoffeln kosten heute 100% mehr als noch vor 5 Jahren. Das spüren auch vor allem die Älteren in der Bevölkerung besonders stark, die mit den kleinen Pensionen. Das war wirklich unverantwortlich und deshalb sagen wir auch, die Inflation muss endlich runter, weil sie steigt ja weiterhin. Frau Julia Herr, danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Der Sportclub Bruck lädt herzlich zum ersten Brucker Oktoberfest ins Eduard-Schwarz-Haus ein. Am 12. Oktober ab 20 Uhr erwartet euch ein stimmungsvoller Abend voller guter Laune, Musik und Tradition. Für beste Unterhaltung sorgen Captain Klug und die Zwergsteirer mit ihrer mitreißenden Musik. Kommt vorbei und feiert mit uns. Dirndl und Lederhosen willkommen. Aufgrund des Wetters verschoben. Am Samstag, 19. Oktober, findet von 8 bis 13 Uhr auf dem Brucker Hauptplatz ein Benefizflohmarkt zugunsten sozialer Projekte aus der Region statt. Organisiert vom Rotary Club Kapfenberg-Bruck bietet der Flohmarkt eine tolle Gelegenheit, Schnäppchen zu ergattern und gleichzeitig Gutes zu tun. Kommt vorbei und unterstützt den guten Zweck, den jeder Beitrag zählt. Gastgeberin werden und genießen. Als Gastgeberin für eine Kettenpflicht-Schmuckparty profitieren Sie doppelt.
Genießen Sie schöne Stunden mit Ihrer Familie, Freundinnen oder Kolleginnen in entspannter Atmosphäre und erhalten Sie 10% des gesamten Umsatzes in Form von Schmuck aus der aktuellen Kollektion. Bei Durchführung einer Schmuckparty schenken wir Ihnen zusätzlich ein besonderes Schmuckstück im Wert von 39 Euro. Oder werde Schmuckberaterin, mach deine Leidenschaft für Schmuck zum Beruf. Remember your dreams. Werde deine eigene Chefin, starte dein eigenes funkelndes Business, wir unterstützen dich. Feiern Sie mit uns das 20-jährige Jubiläum von Sisters in One am Samstag, den 21. September 2024 auf dem Brucker Schlossberg. Ab 16 Uhr erwartet Sie ein unvergesslicher Abend mit großartiger Musik und einem besonderen Highlight. Special Guest Manuel Mascher. Nutzen Sie den bequemen Shuttlebus ab Eurospar und parken Sie kostenlos in der Tiefgarage vom Eurospar. Verpassen Sie nicht dieses einmalige Event. Wir freuen uns auf Sie. Kapfenberg feiert das 100-jährige Jubiläum als Stadt und blickt dabei auf eine bewegende Geschichte zurück. Mit zahlreichen Veranstaltungen und Feierlichkeiten wird das historische Erbe gewürdigt und gleichzeitig ein Blick in die zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt gemacht. Kapfenberg, drittgrößte Stadt in der Steiermark, blickt 100 Jahre zurück mit einem Buch und weiteren Veranstaltungen sowie einer Ausstellung zu diesem Thema. Im Rahmen einer Presseinformation wurde das neue Buch 100 Jahre Kapfenberg vorgestellt. Für Bürgermeister Bachernek bedeutet dieses Jubiläum 100 Jahre Stadt Kapfenberg mehr als nur ein historisches Ereignis. Ja, das ist halt, also wenn man es durchliest, das ist unglaublich, wenn man dann, obwohl man lange in Kapfenberg schon lebt, wenn man dann sieht, was sie wirklich in diesen 100 Jahren getan hat, was sie nach schwierigen Zeiten wie erst der Zweite Weltkrieg, dann was da aufgebaut worden ist von unseren Kapfenbergerinnen und Kapfenbergern, ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Das Streben zum Weltmarkt war immer im Fokus. Durch Zusammenhalt und vor allem ein gutes Miteinander ist das auch gelungen. Wenn man die besten Leute hat in einer Stadt, dann wird man ein Weltmarktführer. Ja. Und unsere Weltmarktführer, die Betriebe, die wir da haben, die Weltmarktführer sind, die sind nur da, weil wir die besten Mitarbeiter in Kapfenberg haben. Und nur so kannst du so eine tolle Stadt aufbauen und 100 Jahre so toll und lässig machen, wie es jetzt ist. Ja, das sind unsere Leute in Kapfenberg. Da sind wir schon sehr stolz drauf. Sabine Christian, Joachim Heinzel und Heimo Halbreiner haben die Stadtgeschichte aus 10 Perspektiven beleuchtet, darunter Themen wie Stadtwachstum, Politik, die Rolle der Frauen sowie Kultur und Soziales. Ja, ich bin beauftragt worden, ein Konzept zu erstellen für 100 Jahre Stadt Kapfenberg. Und diese Aufgabe wird dahingehend gelöst, dass wir uns angeschaut haben, was hat sich in diesen 100 Jahren anhand verschiedener Themen von Bildung bis Sport, Kultur und so weiter entwickelt. Und wir haben einfach dann recherchiert zu diesen unterschiedlichen Feldern und haben eben diese Themen dann in Form von Längsschnittdarstellungen gebracht. Es liest sich sehr ausführlich, das Buch über 100 Jahre Kapfenberg. Letztendlich ist es auf eine Idee von mir zurückgegangen, dass man gesagt hat, was macht man zu 100 Jahre Stadt Kapfenberg? Und es ist ganz wichtig gewesen dabei, dass man das, wofür Kapfenberg heute steht, für eine tolle Bildungspolitik, für eine tolle Sportstadt, warum wir diese Form von Industrie haben, dass wir das einmal in einem Querschnitt der Geschichte darstellen. Könnte man das Buch als Dokumentation bezeichnen? Es ist eine Dokumentation, es basiert auf historischen Daten, die
aber nicht einfach nur aufgezählt werden, sondern es ist auch wichtig, warum Dinge passiert sind. Das war uns wichtig, dass das nicht selbstverständlich ist, dass Kapfenberg heute so dasteht, sondern das kommt, weil es eine gewisse Politik gibt, die das vorangetrieben hat, dass wir solche tollen Bildungsstätten zum Beispiel haben in Kapfenberg. Ich war verantwortlich für einen größeren Teil der Themen, das heißt, die zu recherchieren und auch dann die Texte dazu zu verfassen. Das heißt, es gibt im Buch ja 10 Kapiteln und 8 von diesen Kapiteln durfte ich dann textlich verfassen. Was war eigentlich die Herausforderung? Die Herausforderung war, dass wir hier zur Kapfenberger Geschichtsschreibung eigentlich schon 2 Chroniken vorliegen haben, wo schon viel drin steht. Und da war die Herausforderung zu sagen, okay, wie kann man hier noch etwas Neues herausfinden und auch noch viele neue Blickwinkel und Perspektiven über Kapfenberg beschreiben. Und ich glaube, wir können schon stolz sein, dass wir mit diesem Buch es geschafft haben, dass man noch auch als Kapfenberger und Kapfenbergerin über die eigene Stadt viel Neues erfahren kann. Das Buch ist das eine, aber es gibt auch Veranstaltungen 100 Jahre Kapfenberg. Am 19. September wird die Ausstellung eröffnet. Man erwartet alte Fotos, vergleichende Fotos, dass man sieht, was sich in dieser Zeit getan hat. Es gibt Zeitzeugengespräche und es gibt auch ein Rahmenprogramm. Es gibt Stadtführungen, Museumsführungen und es gibt einmal einen Diskussionsabend über dieses Buch. Also es ist wirklich sehr viel geboten, die letzten 100 Jahre gut aufgearbeitet werden. Das detaillierte Programm zur Jubiläumsausstellung ist auf events.kapfenberg.at zu finden. Verstärkung gesucht. Werden Sie Teil unseres Teams an der OMV-Tankstelle in Schwöbing? Langenwang. Jetzt bewerben. Kettenpflicht, Ihr verlässlicher Schmuckpartner. Auch unter www.kettenpflicht.at. Die Stadtfeuerwehr Kapfenberg feiert ihr 150-jähriges Bestehen und blickt dabei auf eine lange Tradition des ehrenamtlichen Engagements zurück. Mit moderner Ausrüstung und einem starken Team stellt sie auch heute eine unverzichtbare Säule des Katastrophenschutzes in der Region dar. Am 12. September 2024 feierte die Stadtfeuerwehr Kapfenberg ihr 150-jähriges Bestehen und erhielt dabei 2 neue Einsatzfahrzeuge. Peter Steingruber wurde damals im Jahr 1874 zum ersten Wehrhauptmann gewählt. Doch niemand konnte ahnen, wie sich das Feuerwehrwesen über die Jahrzehnte entwickeln würde. Ja, 150 Jahre haben die Stadtfeuerwehr Kapfenberg insofern geprägt, dass natürlich, so wie ich heute schon erwähnt habe, 1874 halt einmal ein paar Geschäftsleute auf die Idee gekommen sind, machen wir eine Feuerwehr. So wie in der halberten Steiermark 1874 es war, hat das natürlich auch Kapfenberg gemacht. Und nachdem, dass wir ja Industrie und dergleichen haben, hat sich das natürlich so entwickelt mit Böhler. Wir haben seinerzeit auch das Böhlerwerk mitbetrieben. Und so sind die Einsatzzahlen aufgegangen und so hat sich auch bei uns das Feuerwehrwesen weiterentwickelt und auch nicht nur wir haben einen Beitrag in der Steiermark auch dazu geleistet, vor allem auch EDV-technisch, waren wir schon federführend durch seinerzeit Ernst Festl. Und ja, das hat uns so geprägt und auch immer auch die Technik und wir. Das heißt zwar immer, wir müssen uns der Technik fügen, also wir sollen uns nicht der Technik fügen, aber wir brauchen die Technik und so hat sich das noch entwickelt, dass wir halt auch in die Richtung gehen. Ja, meine Tätigkeiten in der Feuerwehr waren natürlich sehr umfangreich. Ich war auf Landesebene tätig, war auf Bezirksebene tätig. Beim Land war ich im Fachausschuss Freiwillige Feuerwehren, war in Arbeitskreis Technische Hilfeleistungsprüfung und Branddienstleistungsprüfung, war Hauptbewerter beim Feuerwehrleistungsabzeichen Gold, hatte 16 Bezirks-
und Bezirksleistungsbewerbe bzw. 20 Leistungsbewerbe teilgenommen und dann 4 Bundesbewerben war ich als Bewerter tätig. Es sind sehr viele Feuerwehren, die im heurigen Jahr 150 Jahre alt sind. Es ist sehr positiv, dass damals vor 15 Jahrzehnten, sage ich jetzt einmal, sich Männer zusammengefunden haben, um die Feuerwehren zu gründen. Sind wir sehr stolz drauf, natürlich als Bereichsfeuerwehrkommandant von Bruck bin ich auf die Kapfenberger Feuerwehr natürlich auch stolz. Wir haben 4 im Bezirk, diesmal also im Bereichsfeuerwehrverband. Und Kapfenberg war immer schon mit dabei von Anfang an mit den ganzen Stützpunktaufgaben und so. Und das soll halt ein gebührendes Jubiläum heute sein. Ja, ich bin 2007 zum Kommandanten gewählt worden. Getan hat sich sehr viel. Wir haben eigentlich unser Rüsthaus das dritte Mal umgebaut, weil die Anforderungen und die Einsätze werden immer massiver, sind immer mehr geworden. Der Platz immer weniger. Die größte Herausforderung war eigentlich der Bundesfeuerwehrbewerb mit 350 Bewerbsgruppen. Da sind rund 3.500 Feuerwehrleute und 20.000 Besucher in diesen 3 Tagen. Als Einstellung zu der Sache. Entweder ist man ein Feuerwehrmann oder man ist nicht. Und wenn man Feuerwehrmann ist, dann ist man auch in der Ehrensache, dass man sagt, man macht den Kommandant oder einen Stellvertreter. Und das macht man gerne. Und es ist wichtig, als Feuerwehrmann zu sein, dass man die 3 H hat. Was ich immer sage, Rodi, du weißt das, das sind die 3 H, Herz, Hirn und Humor. Und wenn man die hat, dann macht man es richtig bei der Feuerwehr. Und dann tut man es auch, dass das Kommandant es gern magst oder auch ein Stellvertreter. Und ehrenamtlich. Großartiger Tag einmal heute. Es ist, glaube ich, man sieht, wie viele Katastrophen das sind, was die Feuerwehr leistet für die Stadt. Ich glaube, da kann man heute nur ganz stolz sein, dass das über 150 Jahre ist. Und da kann man auch nur mit allen hinter der Feuerwehr stehen, weil die machen einen riesigen und einen super Job. Ja. Die Feuerwehren sind diejenigen, die also die operative Arbeit übernehmen und die Aufträge, die Behörden, ob das jetzt der Bürgermeister ist als Katastrophenschutzbehörde, Bezirksverwaltungsbehörde, die Arbeiten umsetzen, die dann in Auftrag gegeben werden. Es war dann für sich eine sehr schöne Zeit. Man hat die Stadtfeuerwehr Kapfenberg kennengelernt, man hat sie schätzen gelernt und man hat gesehen, mit welcher Tatkraft und Begeisterung die Frauen und Männer hier dabei sind, um anderen Menschen zu helfen. Für mich wurde es als Bürgermeister, aber auch jetzt als Bürger, ein Zeichen dafür, was es bedeutet, für andere Menschen da zu sein. Ich bin jetzt 60 Jahre bei der Feuerwehr, heuer habe ich mein 60-Jahr-Jubiläum und war 30 Jahre Kommandant der Feuerwehr. Da habe ich es zu einem Zeitpunkt übernommen, im Jahr 1971, wo es nicht sehr einfach war. Erstens einmal haben wir ein uraltes Rüsthaus gehabt, uralte Fahrzeuge und mit dem muss man mal zurande kommen. Das heißt, es war in erster Linie mal daran gedacht, ein neues Rüsthaus zu bauen. Wir haben mit der Planung begonnen, 1973 haben wir mit dem Bau begonnen und 1974 sind wir eingezogen ins neue Rüsthaus mit einer großen 100-Jahr-Feier, mit einem Festmarsch, mit Feuerwehrwettkämpfen und ein neues DLF 4000 haben wir auch zum Jubiläum bekommen. Das war das erste neue Fahrzeug, das wir gekriegt haben. Ansonsten sind wir noch mit den alten Fahrzeugen weitergefahren und so ist es sukzessiv. Haben wir auch aus der Kameradschaftskasse Geräte gekauft. Und so war es im Endeffekt dann, nachdem wir 75 auch das Wohnhaus eröffnet haben und bezogen haben und dadurch die Schlagkraft wesentlich erhöht haben, haben wir dann über die 30 Jahre hindurch, habe ich 16 Fahrzeuge angekauft. Habe ich dann die Feuerwehr 2001 übergeben. Die neuen Fahrzeuge, finanziert durch den Landesfeuerwehrverband Steiermark, der Stadtgemeinde Kapfenberg und der ASFINAG, symbolisieren den technischen Fortschritt und die gewachsene Bedeutung der Feuerwehr. Ja genau, ich hatte das große Glück, bei allen 4 Kommandanten, die heute vorgestellt worden sind, bei Ernst Festel, Sepp Kleinburger, bei Manfred Steinbrenner und auch jetzt bei Karl Löscher, als Kommandant hier
gewesen zu sein in Kapfenberg und auch die Partnerschaft mitgepflegt habe ein Stück weit. Und ja, ich habe die ganzen Jahre von 1991 bis 2019, in der Zeit, der ich als Kommandant tätig war, ja, hier eine sehr, sehr große Kameradschaft zwischen den beiden Feuerwehren erlebt. Ja, und es ist richtig, wir hatten einen realen Einsatz. Eine Abordnung der Feuerwehr Kapfenberg war im Jahre 2005 in Frechen zum Weltjugendtag. Dort fand in Frechen unter anderem der Abschlussgottesdienst mit Papst Benedikt statt, in dem stillgelegten Tagebau Frechen mit ca. 600.000 bis 800.000 Pilgern. Ja, die Aufgabe war, die Feuerwehr Frechen zu unterstützen in der Brandsicherheitswache, in Hilfsdiensten. Wir haben die Pilger unterstützt, auch in der Trinkwasserversorgung. Sie standen in Bereitschaft für gegebenenfalls Realeinsätze. Ja, und sie waren einfach dabei gewesen als Kameraden. Der Vater und Mutter ist Sohn und Geistkraft. Nach der feierlichen Segnung durch die Geistlichkeit erfolgte die Schlüsselübergabe durch Bürgermeister Bachanek und Landesbranddirektor Leichtfried. Anschließend gab es bei Live-Musik in den Garagen die gemeinsame offizielle Feier mit der Bevölkerung. Feiern Sie mit uns das 20-jährige Jubiläum von Sisters in One am Samstag, den 21. September 2024 auf dem Brucker Schlossberg. Ab 16 Uhr erwartet Sie ein unvergesslicher Abend mit großartiger Musik und einem besonderen Highlight, Special Guest Manuel Mascher. Nutzen Sie den bequemen Shuttlebus ab Eurospar und parken Sie kostenlos in der Tiefgarage vom Eurospar. Verpassen Sie nicht dieses einmalige Event. Wir freuen uns auf Sie. Am 19. Oktober 2024 ist es wieder soweit. Das Kulturreferat der Marktgemeinde St. Barbara lädt zum 11. Country- und Westernabend ins Volkshaus Wartberg ein. Freuen Sie sich ab 20 Uhr auf die Cider Quarter Rebels Band und genießen Sie ausgezeichnete Country-Musik in stimmungsvoller Atmosphäre. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Altmain präsentiert in der Mühle Trofeiach eine spannende Kulturveranstaltung mit der Künstlerin Mariana Vukovic. Die Ausstellung bietet einen eindrucksvollen Einblick in ihre Arbeit und verbindet lokale Kultur mit zeitgenössischer Kunst. Es ist ein historisches Gebäude, die Simon-Mühle im Zentrum von Trofeiach, und spielte als wichtiger Lebensmittellieferant viele Jahrhunderte eine zentrale Rolle. Heute bietet sie Raum für viele kulturelle Veranstaltungen. Die Simon-Mühle ist eine alte Mühle, die in Trofeiach eine lange Tradition hat und die war mehrere Jahre zugesperrt. Und vor 5 Jahren haben wir die Frau Etta Hubmann, die Besitzerin der Mühle, Kontakt aufgenommen. Und sie hat uns erlaubt, diese alte Simon-Mühle in ein Kultur- und Begegnungszentrum aufzubauen.
Wir sind da zwei Vereine. Einer ist der Art des Vereins Simon Müller und der andere ist der Verein Argmain. Argmain sieht sich als der Verein, der das belebt, und auch Simon Müller, der die ganze Arbeit macht, die Reparaturen und die Dinge, die anfallen. Alles, was man hier sieht, ist alles aus eigener Regie gemacht, alles aus Handarbeit gemacht. Wir haben ganz tolle Vereine mit jungen Leuten, die wirklich handwerklich auch so gut sind. Und wie gesagt, Simon Müller ist hier als Kultur- und Begegnungszentrum. Es wird benutzt für Künstler, musikalische Darstellungen. Es wird auch für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern. Und es ist wirklich für jedermann zugänglich. Man kann das von uns mieten und Partys machen und solche Sachen. Und ja, wir sind jetzt 5 Jahre in Betrieb und trotz Corona geht es immer noch sehr gut. Und wir haben unsere neue Saison beginnt mit der heutigen Ausstellung. Marijana Vukovic ist eine internationale Künstlerin, geboren in Bruck an der Mur. Ihre Bilder können dem abstrakten Expressionismus zugeordnet werden. Ihre Werke wurden in zahlreichen Kunstausstellungen in mehreren Ländern, darunter Italien, Deutschland, Spanien, Kroatien, USA und Argentinien, ausgestellt. Am 13. September 2024 eröffnete sie ihre Ausstellung in der Simonsmühle in Trofeiach. Herzlich willkommen in Trofeiach, Simonsmühle, und der Veranstaltungsort ist Artmine, direkt in der Mühle in Trofeiach, Steiermark. Sie gewann auch mehrere Preise, darunter den Raffaello-Preis von Venedig im Jahr 2020 und den internationalen Leonardo da Vinci-Preis im Jahr 2022. Ich bin eingeladen von der Leitung von Artmine, ob ich möchte dieses Jahr im Herbst eine Ausstellung machen. Und ich habe mich sehr gefreut darüber, und da ich erst seit 5 Jahren male und international vertreten bin in der ganzen Welt und mit meinen Werken von Anfang an unterstütze karitative Zwecke, Tierschutz, alle möglichen Aktionen, was ich machen kann. Die Künstlerin unterstützt mit ihrer Kunst viele karitative Projekte und zeigt großes Engagement für Umweltschutz und Tierschutz. Und damit möchte ich jetzt wieder Katzenhoffnung Steiermark unterstützen. Die tue ich schon seit ein paar Jahren unterstützen, aktiv, mit Bildern, mit Geld, Spenden. Malen bedeutet für sie Freiheit, ein Fenster zur Welt. Es ist die Brücke zwischen visuellen Empfindungen und inneren Emotionen, um auszudrücken, was sie fühlt, aber auch um sich Orte vorzustellen, an denen sie gerne sein möchte. Wir sind seit April ein Vorstand von 4 Frauen. Ich bin Kassierin und damit auch für die Finanzen zuständig. Und wir schauen, dass wir das Gebäude bespielen, dass wir auch in der Region sozusagen viel machen, dass wir die Kultur wieder mehr rausbringen, wie zum Beispiel sonntags zusammenhocken, wo die älteren Menschen mehr im Vordergrund stehen, mit alter steirischer Musik, österreichischer Musik. Dann machen wir auch immer wieder Konzerte, Abendkonzerte mit Musik aus verschiedenen Genres, wo wirklich gesagt, okay, nationale, internationale Musiker. Und als Auftaktveranstaltung wurde eine namhafte Künstlerin eingeladen, ihre Werke auszustellen. Genau, und zwar mit einer regionalen Künstlerin, mit Marijana Vukovic. Ich kenne sie durch ihren Mann, das ist mein Arbeitskollege. Und da habe ich gesehen auf Facebook einfach die Kunst und die tollen Bilder, vor allem das lange Gemälde. Und ich finde, es ist wichtig, dass man nicht nur sagt, okay, man kennt halt die Künstler von dort und da, von überall, aber man sollte halt schauen, dass die regionalen Menschen auch gefördert werden. Die Ausstellung mit Werken der Künstlerin Marijana Vukovic in der Simonsmühle Trofeiach ist bis 29. September zu sehen. Ihr verlässlicher Schmuckpartner, auch unter www.kettenpflicht.at. Am 19. Oktober 2024 ist es wieder soweit. Das Kulturreferat der Marktgemeinde St. Barbara lädt zum 11. Country- und Westernabend
ins Volkshaus Wartberg ein. Freuen Sie sich ab 20 Uhr auf die Cider Quarter Rebels Band und genießen Sie ausgezeichnete Country-Musik in stimmungsvoller Atmosphäre. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Der Sportclub Bruck lädt herzlich zum ersten Brucker Oktoberfest ins Eduard-Schwarz-Haus ein. Am 12. Oktober ab 20 Uhr erwartet euch ein stimmungsvoller Abend voller guter Laune, Musik und Tradition. Für beste Unterhaltung sorgen Captain Klug und die Zwergsteirer mit ihrer mitreißenden Musik. Kommt vorbei und feiert mit uns. Dirndl und Lederhosen willkommen. Aufgrund des Wetters verschoben. Am Samstag, 19. Oktober, findet von 8 bis 13 Uhr auf dem Brucker Hauptplatz ein Benefizflohmarkt zugunsten sozialer Projekte aus der Region statt. Organisiert vom Rotary Club Kapfenberg Bruck bietet der Flohmarkt eine tolle Gelegenheit, Schnäppchen zu ergattern und gleichzeitig Gutes zu tun. Kommt vorbei und unterstützt den guten Zweck, den jeder Beitrag zählt. In der Kräuterecke stehen Vogelmiere und Schaboxkraut im Mittelpunkt zweier heimischer Heilpflanzen mit langer Tradition. Beide Kräuter sind nicht nur kulinarisch vielseitig einsetzbar, sondern bieten auch zahlreiche gesundheitliche Vorteile. Die kalte Jahreszeit ist eine Zeit, bei der auf richtige Ernährung und vor allem auf ausreichend Vitamine geachtet werden sollte. Mit ein bisschen mehr Ruhe und einem guten Kräuterbuch erlangen Sie neben Entspannung auch das Wissen, sich für den kommenden Frühling fit und gesund zu erhalten. Hallo, ich begrüße Sie wieder recht herzlich bei unserer Serie der Natur auf der Spur. Heute erzähle ich Ihnen Wissenswertes über die Vogelmiere. Die meisten Gartenbesitzer kennen die Vogelmiere mit ihren kleinen Sternblüten als lästiges Unkraut. Dabei ist sie ein wertvolles Wildgemüse und ein guter Schutz und Mulchersatz für den nackten Boden. Man kann sie fast das ganze Jahr ernten, um zum Beispiel daraus eine Suppe herzustellen, die ich wie folgt zubereite. Ich röste Zwiebeln in etwas Butter, gebe klein geschnittene Kartoffelwürfel dazu, gieße mit Gemüsebrühe auf. Wenn die Kartoffeln weich gekocht sind, kommt die klein geschnittene Vogelmiere dazu und wird sofort mit etwas Schlagobers püriert. Als Dekoration streue ich noch frisch geschnittene Vogelmiere über die Suppe. Sie können auch Ihren Blattsalat mit der Vogelmiere verfeinern. Auch in Aufstrichen schmeckt sie vorzüglich. Diese Speisen regen den Stoffwechsel und auch die Verdauung an. Auch gegen Hautprobleme hilft die Vogelmiere. Sie lindert juckende Ekzeme. Die Vogelmiere wird auch Sternmiere oder Hühnerdarm genannt. Der Name der Vogelmiere entstammt der Beobachtung, dass Blätter und Samen gerne von Vögeln, Hasen und Hühnern gefressen werden. Sie enthält viel Vitamin C, Kaliumsalze, Kieselsäure, Saponine und Schleimstoffe. Dieses unscheinbare Pflänzchen schenkt neue Lebenskraft und tritt der Frühjahrsmüdigkeit entgegen. Ihr Geschmack erinnert an Mais. Schon im 19. Jahrhundert wurde die Vogelmiere von Sebastian Kneipp für die Heilkunde entdeckt. Wegen ihrer schleimlösenden Wirkung nannte er sie auch Lungenkraut. Das Rezept für einen schleimlösenden Tee. Sie nehmen einen Teelöffel Vogelmierenkraut, frisch oder getrocknet, überbrühen es mit einer Tasse kochendem Wasser, lassen das Ganze 5 bis 7 Minuten ziehen, dann seihen Sie ab und trinken davon zweimal täglich eine Tasse warm und das 4 bis 6 Wochen lang. Mischt man
Vogelmeere zu gleichen Teilen mit Spitzwegerich und Schachtelhalm, kann man den Erfolg verbessern. Will man das Kraut trocknen, ist das Frühjahr die beste Zeit dafür. Man pflückt die ganze Pflanze ohne Wurzeln. Die Vogelmeere hält große Schätze in der Hausapotheke und in der Kräuterküche bereit. Vielleicht haben auch Sie jetzt Lust bekommen, sich die Vogelmeere zur Freundin zu machen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und alles Liebe bis zum nächsten Mal, Ihre Kräuterpädagogin Gisela. Es ist sicher ein besonderes Geschenk, welches die Natur den Menschen anvertraute. Mit einer Vielzahl von Pflanzen und deren Wirkstoffen konnten und können auch heute noch ein Großteil von Krankheiten vorbeugend und nachhaltig auf natürliche Weise geheilt werden. Wir sollten dieses Geschenk mit Bedacht und Ehrfurcht einsetzen und uns immer bewusst sein, wie wertvoll natürliches Leben für den Menschen ist. Hallo, ich begrüße Sie wieder recht herzlich bei unserer Serie der Natur auf der Spur. Heute erzähle ich Ihnen einen kleinen Beitrag über das Schaboxkraut. Im Volksmund auch Butterblume, Gichtblatt, Feigenkraut oder Frühlingssalat genannt. Das Schaboxkraut gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse oder im Lateinischen Ranunculaceae. Man findet die Pflanze in feuchten Laubwäldern, an den Ufern von Wasserstellen oder Bächen und auf feuchten Wiesen. Ich schätze mich glücklich, es in meinem Garten zu haben. Mit den nierenförmigen Blättern des Schaboxkrautes heilte man früher die gefürchtete Krankheit Skorbut. Der Skorbut ist die schwerste Form eines Vitamin-C-Mangels. Er entsteht, wenn dem Körper über einige Monate kaum oder gar kein Vitamin C zugeführt wird. Den meisten Menschen in der heutigen Industriegesellschaft stehen genügend Vitamin C-haltige Nahrungsmittel zur Verfügung, sodass der Skorbut als Krankheit praktisch nicht mehr vorkommt. Wichtig ist, frisches Obst und Gemüse zu essen, da das Vitamin C bei längerer Lagerung oder beim Kochen verloren geht. Gesammelt werden die Blätter vor der Blüte. Denn wenn die leuchtend gelben Blüten erscheinen, werden die Blätter leicht giftig und sollten nicht mehr gepflückt werden. Die Blütenknospen kann man einlegen und wie Kappern verwenden. Im Frühjahr sind die Blätter die erste Vitaminquelle. Sie gehören zur idealen Frühjahrskur, nicht als Tee, sondern als Salat oder frisch gehackt in Suppen. Aber bitte in kleinen Mengen verwenden. Das Schaboxkraut wurde früher auch als Mittel gegen Feigwarzen genutzt. Dazu machte man einen Umschlag aus der zerstoßenen Wurzel. Der scharfe Saft ätzte die Warzen weg. Aus den getrockneten Schaboxkrautblättern kann man einen Tee kochen, der innerlich eingenommen gegen Hautunreinheiten und zur Blutreinigung hilft. Dazu brauchen Sie 3 Teelöffel frische oder 2 Teelöffel getrocknete Blätter und übergießen das Ganze mit 1/4 Liter Wasser, lassen es einmal aufkochen und seiden den Tee ab. Empfehlenswert ist es, diesen Tee schluckweise über den Tag verteilt zu trinken. Bei getrockneten Blättern sind die giftigen Wirkstoffe abgebaut. Einen guten Brotaufstrich möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Dazu brauchen Sie eine gute Handvoll frisches Schaboxkraut, 2 bis 3 Teelöffel Leinöl, 250 Gramm Topfen, etwas frischen Zitronensaft und Salz. Sie hacken das Schaboxkraut fein und verrühren es mit den übrigen Zutaten. Das war es dann wieder mal für heute. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal, Sie bei unserer Serie wieder begrüßen zu dürfen.
uns auch führen. Unsere Natur verbindet uns und lässt uns erkennen, was im Leben wirklich zählt. Und das ist gut, besser, Gösser. Um das Wertvollste zu bewahren, nachhaltig gebraut. Der SC Bruck steht im Mittelpunkt aktueller Fußballgespräche und beeindruckt mit seiner engagierten Mannschaftsleistung. Mit Blick auf die kommende Saison strebt der Verein weitere sportliche Erfolge und eine enge Zusammenarbeit mit der lokalen Fußballgemeinschaft an. Ja, an diesem Wochenende haben wir mit Memmer TV kein Schlagerspiel produziert, zwecks Schlechtwetter. Aber mit dem SC Bruck haben wir eine Alternative gefunden. Der SC Bruck ist in der Oberliga Nord das Maß aller Dinge. Man hat aus 6 Spielen 18 Punkte eingefahren und ein Torverhältnis von 28:1. Der Obmann des SC Bruck ist da bei mir auf einem Gespräch, der Alexander Rabelhofer. Warum läuft es beim SC Bruck momentan so gut? Erstmals danke für die Einladung und danke, dass ich da Stellung nehmen darf. Wieso läuft es so gut? Es läuft so gut, weil die Mannschaft natürlich jetzt in einem irrsinnigen Hoch ist. Sie verstehen sich gut untereinander, es passt das Teamgefüge und trotzdem heißt es, von Spiel zu Spiel schauen. Wir werden jedes Spiel so annehmen, dass wir natürlich alles geben werden. Und es ist noch früh, zu früh in der Saison zu sagen, dass wir ja da Favorit sind. Wir sind natürlich die Gejagten als Absteiger von der Landesliga. Aber wie gesagt, wir werden von Spiel zu Spiel schauen und unser Bestes geben. Ja, wo man noch ein bisschen arbeiten muss, das ist an den Zusehern. Man will jetzt natürlich noch mehr Zuseher auf die Murinsel bringen. Ja, das ist richtig. In der Landesliga hatten wir natürlich auch durch die größeren Wege, die die Gegenmannschaften haben, nicht so viel Zuseher gehabt. Aber man merkt jetzt schon, also seit wir so quasi auf der Erfolgswelle reiten, merkt man jetzt schon, dass die Zuschauer immer mehr Interesse zeigen. Auch vorige Woche hatten wir haben einen Anstieg schon von 20 und 30% an den Zusehern in der Oberliga. Ist natürlich auch diesen geschuldet, dass wir regionaler spielen. Wir haben ein paar Derbys mit Kapfenberg, Trofeiach, Judenburg. Und da merkt man schon, dass die Zuseher da sehr interessiert sind. Ja, man überlegt ja immer wieder, wie kann man die Vereinskasse ein bisschen füllen. Und jetzt habt ihr eine tolle Veranstaltung demnächst. Was ist das? Wir veranstalten am 12. Oktober das erste Brucker Oktoberfest. Das wird im Eduard-Schwarz-Haus stattfinden. Ist jeder herzlich eingeladen, der kommen will. Es ist natürlich für uns auch, da wir in größter Linie von öffentlichen Geldern abhängig sind, für uns auch eine zusätzliche Einnahmequelle. Und bitte kommt alle ins Eduard-Schwarz-Haus am 12. Oktober. Und es wird sicher eine tolle Veranstaltung werden. Und ja, da werden wir schauen, dass wir was Gutes auf die Beine stellen. Der Dominik Leodold, der ist ein junger Trainer, 29 Jahre alt, hat den SC Bruck im Sommer übernommen und es läuft irrsinnig gut. Wie gesagt, man hat das Punktemaximum herausgeholt, aber wichtig ist immer als Trainer, man muss die Mannschaft erreichen. Wie bist du auf die Kicker zugegangen? Ja, zuerst einmal möchte ich mich in den Raum nochmal bedanken bei der Vereinsführung und der sportlichen Leitung für die Möglichkeit, was ich da gekriegt habe. Wir haben vom ersten Treffen einen sehr guten Kontakt gehabt zueinander. Das war dann ziemlich schnell klar, dass ich in meiner Heimatstadt, bei meinem Heimatverein, wo ich meine ersten Ballkontakte sammeln habe dürfen, Trainer sein möchte, die Chance umsetzen möchte. Das ist natürlich eine große Aufgabe für mich, aber die Mannschaft, so wie sie jetzt zusammengestellt ist, wie es die sportliche Leitung für mich vorbereitet hat, ist natürlich absolut top für mich zum Arbeiten. Ja, es kommt gut an, glaube ich, momentan. Wir trainieren gut, wir arbeiten gut und haben einen sehr guten Austausch, sehr offen und ehrlich, sind aber auch sehr kritisch uns selbst gegenüber. Wenn einmal ein Training nicht gut läuft, wird das direkt kommuniziert. Und ja, bis jetzt ist immer
keine Reaktion kommen von der Mannschaft und genauso funktioniert es. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir momentan so erfolgreich arbeiten. Es ist ja klar, in der Landesliga war es ein bisschen schwieriger, aber mir kommt vor, Bruck ist sogar ein bisschen stärker geworden gegenüber der Landesliga vom Kader her. Ist das richtig? Ich glaube zumindest, dass der Charakter der Mannschaft sehr gut ist. Die Mischung ist jetzt sehr gut. Genauso können wir arbeiten. Wir haben jetzt einen ganz klaren Plan ausgearbeitet. Wir haben uns mit der Mannschaft ein ganz klares Ziel für den Herbst einmal zumindest gesteckt, ein Zwischenziel. Jeder glaubt dran, jeder arbeitet dran und ja, genauso machen wir weiter. Und auch wenn es einmal nicht gut laufen sollte, dann zeigt sich noch mehr der Charakter der Mannschaft. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wenn wir mal X spielen oder vielleicht sogar mal verlieren sollten, dass wir noch näher zusammenrücken können und dann gleich wieder Reaktion zeigen würden und könnten. Was macht ihr momentan von der Mannschaft her große Freude? Ja, das Arbeiten am Platz natürlich, der Aufwand ist extrem, der Betrieb wird, da gehe ich fast doppelt weiter und sage nicht nur die Mannschaft, sondern auch im Trainerteam, die Physioabteilung, die Co-Trainer, Dormatrainer, Individualtrainer, der Kontakt zur sportlichen Leitung und Vereinsführung macht extrem viel Spaß momentan, also sicher ist es schön, wenn man erfolgreich ist, aber ich habe es in dem Ausmaß so auch noch nicht kennengelernt bei einem Verein und bei einer Mannschaft und deshalb sind wir einfach alle gern da. Ich glaube, die ganze Mannschaft ist da sehr gern, man sieht es an der Trainingsbeteiligung. Jetzt sind wir dabei auch noch, dass wir von unserer eigenen Jugend junge Talente ins Training einbauen, auch zweimal die Woche, haben wir schon gehabt, 3 Wochen. Und ja, das kommt gut an und das sollte auch das Ziel sein, dass man da in Zukunft junge Talente vom Verein hernimmt und denen auch ein paar Perspektiven bieten kann und im besten Fall auch dann schon bald vielleicht Spielzeiten bekommen. Hast du vom Trainertyp her ein Vorbild? Ja, ich werde in meinem Freundeskreis und auch bei meinem ehemaligen Verein, beim Artus Niklasdorf, ist irgendwie so das mit dem Pep Guardiola ein bisschen aufgekommen. Hab da den Spitznamen Pep gekriegt und ja, sich den natürlich auch so ein bisschen als Vorbild, aber er ist natürlich eine andere Hausnummer. Ja, der Jakob Erlsbacher ist Kapitän beim SC Bruck, ein junger Kapitän und ein ehrgeiziger Kapitän. Jakob, ich glaube, das ist eine gute Rolle für die, die du jetzt ausfüllst. Ja, ist natürlich eine Ehre, Kapitän jetzt da des SC Bruck zu sein. Ich spiele jetzt da doch schon seit über 6 Jahren da bei dem Verein, bin da aufgewachsen, also habe dort das Fußballspielen gelernt und dass ich da jetzt da halt als Kapitän voranschreiten darf, ist natürlich eine coole Geschichte. Ja, und momentan ist man auf der Erfolgswelle, da gibt es ja nur Siege und das soll so weitergehen. Im besten Fall geht es so weiter, ja. Ich glaube, die Tabellen, die spricht Bände, auch mit dem Torverhältnis, was wir jetzt haben mit 28:1. Aber dennoch ist es jetzt einmal an der Zeit, dass wir trotzdem am Boden bleiben. Wir können nicht in jedes Spiel reingehen mit der Einstellung, ja, heute gewinnen wir wieder 7-8-0 oder was. Also immer am Boden bleiben und wenn es dann wirklich im Laufe des Spiels so ist, dass wir wirklich so überlegen sind, dann versuchen wir natürlich so viel Tore wie möglich zu schießen. Jetzt hat man Freitagabend 19 Uhr wieder ein Heimspiel, da ist der SV Lassing da. Da will man natürlich sowieso einen Dreier. Ja, genau wie ich angesprochen habe, das ist genau das Spiel, wo du halt dann nicht abheben darfst, wo man dann halt trotzdem noch schauen sollte, dass man das Spiel einmal gewinnt. Es ist trotzdem ein unangenehmes Spiel auch, weil vor allem gegen den Böhm-Letzten, da erwartet sich jeder, dass da jetzt ein hoher Sieg kommt. Aber dennoch, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das Spiel gewinnen. Wir hoffen, dass viele Zuschauer kommen und dann schauen wir mal. Du machst ja nebenbei auch noch, du machst den Jugendtrainer und schaust da ein bisschen, dass alles passt beim Verein, von der Wäsche und so. Ja, ich bin jetzt seit 3 Jahren Jugendtrainer, habe jetzt die U14 und es macht mir insgesamt auch Spaß. Das mit der Wäsche, das ist halt ein anderes Thema. Das macht normalerweise schon unsere Wäschefrau, die Susanne, aber wenn die Susanne mal Urlaub ist, dann übernehme ich das, ja, das stimmt. Ja, du bist ja nicht mehr wegzudenken. Wie taugt dir das Jugendtrainer? Was ist das Besondere daran? Ja, natürlich ist es mit Kindern zu arbeiten, auch für einen Verein. Also ich sage mal so, da wir jetzt zurzeit leider keine zweite Kampfmannschaft haben, ist natürlich ein Ziel für die Zukunft natürlich, dass man im Jugendbereich was weiterbringt, dass man so viele junge Spieler wie möglich in die zweite Kampfmannschaft bringt, vielleicht wenn in Zukunft, wo ich davon ausgehe, wieder eine geben wird. Und man sieht jetzt am Beispiel der U16 und U17, dass jetzt da doch ein bisschen was weitergeht. Und wenn ich meinen Beitrag dazu beileisten kann, dass es halt in Zukunft eine sehr gute zweite Kampfmannschaft gibt, dann bin ich glücklich drüber. Was ist denn dein Ziel mit dem SC Bruck? Ja, ich glaube, wenn man jetzt derzeitig die Tabelle anschaut, ist das Ziel ganz klar Meister zu werden, wieder zurück in die Landesliga, weil ich glaube, das ist doch eher die Liga, wo wir hinwollen und wo wir wahrscheinlich auch hingehören. Aber jetzt ist einmal an der Zeit, von Spiel zu Spiel zu schauen und dann
werden wir am Ende des Tages ganz umständlich, davon bin ich überzeugt. Wie bist du mit dem Kader, mit der Zusammenstellung zufrieden? Ja, insgesamt sehr zufrieden. Natürlich, der Kader ist jetzt da nicht übermäßig groß, aber ich glaube, vor allem in so einer Situation, wo man sehr viele Spieler sehr hoch gewinnt, wo dann sehr viele Spieler sehr gute Leistungen bringen. Und da wir haben jetzt Beispiele gehabt, dass Spieler zwar Tore geschossen haben und trotzdem im nächsten Spiel auf der Bank gesessen sind. Deswegen ist es vielleicht nicht so schlecht, dass der Kader recht klar ist. Der Konkurrenzkampf ist natürlich umso größer. Und deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Größe und mit der Qualität im Kader. Danke, alles Gute. Danke. Ja, der Philipp Gröblinger ist ja verantwortlich. Als sportlicher Leiter hat den Kader zusammengestellt. Ich glaube, der Kader ist ganz ein guter für die Oberliga. Da muss was gehen. Ja, so ist es. Also der Kader, wir sind sehr, sehr zufrieden mit unserem Kader, mit der Zusammenstellung. Es sind auch der Großteil der Landesliga-Mannschaft bei uns geblieben. Das ist natürlich sehr wichtig für uns als Verein, für die Mannschaft, fürs Trainerteam. Das sind richtig gute Jungs, gute Spieler. Die haben schon höhere Ligen gespielt und das hier bewiesen. Und mit den Neuzugängen, was wir zusätzlich noch dazu geholt haben, sind wir wirklich sehr zufrieden mit der Kaderzusammenstellung. Man kann ja sagen, es ist ja fast jede Position doppelt besetzt. Ja, also wir haben sehr viele Positionen, die doppelt besetzt sind. Es sind natürlich auch Positionen, wo wir vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen und Verstärkungen dazu holen möchten und auch werden im Winter. Aber so mit dem Kader jetzt, wie er ist, also da sind wir mehr als zufrieden. Du warst ja in deiner aktiven Zeit Tormann, ein sehr guter sogar. Wie bist du mit deinen jungen Torleuten zufrieden? Ja, mit den Tormännern sind wir natürlich auch sehr zufrieden. In der Landesliga war es natürlich eine andere Situation für die Spieler her. Da haben sie mehr zum Tun gehabt, sage ich einmal. Da sind sie mehr auf der Probe gestanden, haben aber dort auch einen Talent bewiesen und auch gezeigt, dass sie das Niveau sicher haben. In der Oberliga, in den ersten 6 Runden bis jetzt, war es, sage ich mal, ein bisschen entspannter. Natürlich aufgrund von den ganzen Ergebnissen und auch von der Spielstärke von unserer Mannschaft. Ist jetzt nicht so, aber wir haben auch, so wie in Obdach, haben wir auch gesehen, dass wenn wirklich einmal der Torwart benötigt wird, dass dann auch der Torwart da ist. Und von dem her sind wir bis jetzt da sehr, sehr zufrieden mit den Tormännern. Was glaubst du, wer wird in der Oberliga der stärkste Gegenspieler von Brugg sein? Ja, da gibt es also einige. Wir haben in der zweiten Runde gegen KSV Amateure schon gesehen. Das sind eine junge, giftige, spielstarke Mannschaft. Die wollen natürlich auch schauen, dass sie vorne mitmischen und eventuell auch aufsteigen. Also Kapfenberg Amateure ist sicher mal ganz vorne dabei. Lietzen, glaube ich, wird auch ein hartnäckiger Konkurrent werden. Knittelfeld, St. Peter-Freinstein ist meiner Meinung nach auch nicht zu unterschätzen. Und von dem her Judenburg und so weiter. Also es gibt schon 3, 4, 5 Mannschaften, die uns sicher längere Zeit ärgern werden und segieren werden. Da haben wir natürlich jetzt die Direkten auch noch vor uns. Aber ich sage mal so, wenn wir uns so weiter präsentieren, wenn wir uns jetzt in den ersten 6 Runden präsentiert haben, dann wird es sehr, sehr schwer sein für die anderen Gegner, gegen uns irgendwie, sage ich mal, 3 Punkte zum holen. Natürlich will es ja jeder probieren, aber wir sind gerüstet, wir sind auf jeden Gegner gut eingestellt. Unser Trainerteam ist immer top vorbereitet und sage ich von dem her, wird sehr, sehr schwer sein, natürlich, weil wir auch keine Punkte abgeben wollen. Danke, alles Gute. Wir wünschen den SC Brugg viel Erfolg. Dankeschön. Und damit sind wir auch am Ende unseres Wochenmagazins Panorama angekommen. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Das Team von MEMA TV wünscht Ihnen noch eine wundervolle Woche. Thank you.